Hallo Leute und willkommen zurück zu Kena Bridge of Spirits. Letzte Folge haben wir das erste Relikt für Toshi gefunden, indem wir diesen komischen Krieger besiegt haben. Und ja, jetzt gucken wir noch hier, ob wir vielleicht irgendwo noch ein paar Schätze finden. Und dann geht's weiter zum nächsten Relikt. Das wäre in dem Fall dann die Reue. Dann, ich hoffe einfach mal, dass Liebe und Reue jetzt nicht so stark sind, weil ich denke, dass die Angst, naja, wahrscheinlich kritisch wird. So, und gibt es hier noch irgendwas da drüben? So, einmal hier gucken. Nee, da scheint es nichts zu geben. Allerdings ist dort was. Und da hinten auch. So ist die Frage, ob diese Rotz überhaupt übers Wasser gehen können. Ja, das können sie. So, das haben wir schon mal. Dann dieses offensichtlich leuchtende da hinten. Da drüben ist auch noch eine Höhle. Gut, gehen wir erstmal da entlang. Ach, jetzt weiß ich auch, warum das hier war. Das hat man nämlich nicht so wirklich erkennen können in dieser Geisterwelt. Ach so, gut, wir wären also da gar nicht rübergekommen. Natürlich. Geh weg. Noch irgendwas? Gut. Fort, ihr nicht vorhandenen Geisterviecher. So, wo bin ich jetzt hier eigentlich? Achso, irgendwo. Ja gut. Sonst ist hier nichts. Hui! Okay. Interessant. Ah. Ja, es springt. Seems odd for a sculpture like this to be so tucked away in these cliffs. Perhaps this was a place of reflection. Ach so. Okay.
choose a path that will save our home. Ja, im Prinzip wollte er nur alles Mögliche tun, um sein Zuhause zu retten. Das Dorf. Oh. Geisterpost. Und ein... Wie heißt diese Art von Hut nochmal? Gut, ein Samurai-Hut anscheinend. Ich glaube Kabuto. Irgendwie so hieß es. Da ist nichts mehr. Gut, dann... Hui! Was sind wir denn jetzt schon wieder? Ach, hier. Okay. Gut, aber somit hätten wir im Dorf die erste Geisterpost gefunden. Dann sind wahrscheinlich die anderen beiden Geisterpost-Dinger dort, in diesem Bereich und in diesem Bereich. Vielleicht ist diese Geisterpost ja genau für dieses Haus hier. Können wir gleich mal gucken gehen. Ja, tatsächlich ist es. Gut, dann liefern wir die mal hier ab. Und jetzt? Ah. So, dann mal hier gucken. Da ist nichts. Da ist eine Kiste, glaube ich, drin. Die wird aber gleich frei sein. Hoffe ich. So, Kiste. Ein neuer Freund. 87. So, ein paar Steinchen. Und die Kiste ist frei. Ein Hasenhut. Okay. So, gibt's denn... Ah ja, stimmt, hier ist noch eine Kiste. So, hier ist jetzt auch alles sauber. Gibt es da noch was Neues? Nee, hier nicht. Nö. Gut, dann wäre das Haus nun auch befreit. So, als nächstes, genau das ist hier Angst und hier die Reue. Dann gehen wir erstmal zur Reue. Das war dort oben. Gut, dann... Hui! Art des Jägers.
Gut, beim Krieger hatten wir diesen komischen Samurai. Ich hoffe mal, dass wir beim Jägerpfad nicht unbedingt einen Bogenschützen haben, denn ich mag Fernkämpfer nicht. Okay. Ach ja, hör auf. So, erledigt. Ja, das wird ein Fernkampf, weil ich ahne es. So, da oben gibt es nichts. Ne, sieht nicht so aus. Was ist denn das? Also bin ich nett. Okay. Ja, so eine Waffe hatten wir ja schon mal. Zumindest er hat sie benutzt. Ich weiß gerade seinen Namen nicht mehr, aber er hat uns das Bogenschießen beigebracht. Also zumindest gezeigt, wie wir mit unserem Stab Bogen, also das Bogen benutzen können. Na toll. Hier geht es weiter. Das war dort hinten. Geht's da auch weiter? Ja, das tut es anscheinend. Ah. So, bring die mal hierher. Natürlich. So, der ist erledigt. Hm.
kaputt. So, jetzt haben wir diese Träne des Waldes. Können wir hier irgendwie... Oh, eine Kiste. Können wir damit irgendwie was... Na gut, ein bisschen was können wir beseitigen. Oder auch nicht. Ne, da kommen wir gar nicht rüber. Das Ding geht ja anscheinend auch nicht. Aber das geht. So, noch mehr Steinchen. Der Bossfight anscheinend. Das ging ja schneller als gedacht. 1, 2, 3. Drei Dinger zum Heilen. Okay. Das wird interessant. Ah, anscheinend muss ich das Ding erstmal aktivieren. Ja, da hätten wir den nächsten. Es fliegt und hat Bogen, na toll. Was ist denn das für ein ekelhaftes Vieh?
Okay, das Ding ist ja definitiv mal ein bisschen lästig. Hallo, Bogenschütze. Nicht am Boden angreifen. Ja, genau. Alle geht mit diesem Vieh ab. Die Scheiße. So, gut, dann auf ein neues. Ah, jetzt. So, komm her, du. Wie jetzt? Erwischt. Wie macht ihr jetzt weniger Schaden, hab ich das Gefühl? So, komm her, du. Boom.
Yoshis Reue. Und das zweite Relikt, die Harpune. Und neuer Rotthut. Rot haben wir jetzt schon. Und mehr Lebensenergie. These statues were here long before our village. Teachings of an ancient people. Crafted to help future generations understand the balance of nature. We did not understand their meaning until it was too late. Tja. So, jetzt gucken wir mal, ob noch irgendwo Schätze versteckt sind. Und vor allem irgendwo eine Geisterpost liegt. Gut, hier ist anscheinend nichts. Vielleicht irgendwo da hinten. Na, oder auch nicht. Okay, hier sind wir hergekommen. So, gucken wir hier mal. Hier muss noch irgendwo was liegen. Sieht aber irgendwie nicht so aus. Na gut, dann erstmal zurück. Bin ich nicht hier falsch? Nee, oder? Ach ja, geh mal hier entlang. Doch, hier bin ich richtig. So, ist hier... Ne, das ist immer noch das Dorf. Ja, eine Geisterboss gibt es noch. Dann wahrscheinlich erst im nächsten Gebiet. So, einmal ins Dorfzentrum. Und da möchte ich einmal kurz den Hutshop besuchen. Gibt wieder ein bisschen was Neues. Und zwar, wo haben wir es denn? Den Hasen zum Beispiel. Und den Samurai. Und Sayurus Maske. Und den Jäger. Okay, die sieht cool aus. Dann noch einmal den Krieger.
Und das war's erstmal. Ja. Zack. So, dann erstmal gespeichert. Und in der nächsten Folge geht's dann ja weiter mit dem dritten Tor, das dann zur Toshis Angst führt. Gut, dann bedanke ich mich erstmal fürs Zusehen und bis zur nächsten Folge. Ciao, Leute.